Video geht es um Krillöl als Alternative zu Lachsöl. Was ist Krill? Auf Norwegisch heißt Krill Walfutter. Und es handelt sich hier um bis zu 6 cm lange garnelenartige Krebstierchen. Es gibt verschiedene Arten Krill und die bekanntesten befinden sich in der Antarktis. Die Antarktis gilt als ziemlich unbelastet. Also keine Medikamentenrückstände, Schwermetalle, Gifte oder eben Strontium, was ja halt auch jetzt schon in pazifischen Lachs gefunden worden ist. Diese Information habe ich von einem Dr. Tobias aus Kanada und auch vom Dogs Naturally Magazine aus den USA. Da bekomme ich regelmäßig Newsletter. Ja, insofern Krillöl ist eine Alternative. Und zwar hat es ein sehr interessantes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6. Also Omega-3 ist ja wichtig, dass das zu einem höheren Anteil vorhanden ist oder beziehungsweise 1:1 ist auch schon gut. Und maximal sollte Omega-6 praktisch das Vierfache sein von Omega-3, vierfacher Anteil von Omega-6 zu Omega-3. Wenn es noch höher ist, was in vielen Ölen der Fall ist und was eben auch im Fleisch von Tieren aus der Massentierhaltung der Fall ist, da ist das Verhältnis eher umgekehrt, beziehungsweise der Omega-6-Anteil ist einfach viel zu hoch. Der oft ja gepriesene Vorteil von diesen Fettsäuren Omega-3, Omega-6, und zwar, dass sie entzündungshemmend wirken, das verkehrt sich genau ins Gegenteil, wenn Omega-6 in einem zu hohen Anteil in der Nahrung vorhanden ist. Also ist es wichtig, mit einem hohen Omega-3-Anteil da entgegenzuwirken. Beim Krillöl ist es so, dass Omega-3 sogar zu einem 16-fachen Anteil von Omega-6 vorhanden ist. Also das ist richtig gut. Ein weiterer Vorteil von Krill ist, dass er in einem Bereich lebt, der eben, wie schon gesagt, als recht unbelastet gilt. Und der dritte Vorteil ist, er befindet sich am Anfang der Nahrungskette. Lachs ernährt sich ja wiederum auch von anderen Fischen. Von daher ja auch diese höhere Belastung. Wie bekommt man jetzt Krillöl? Also ich habe zum Beispiel in einem gut sortierten Geschäft in Lüneburg gerade vor kurzem Krillöl entdeckt von der Frau Dr. Jutta Ziegler, die österreichische Tierärztin, die durch ihr Buch Hunde würden länger leben bekannt geworden ist. Ich habe auch von der Firma Greenleaves Krillöl-Kapseln entdeckt. Da sehen Sie einen Link unter dem Video. Tun Sie dem Hund was Gutes und sorgen Sie dafür, dass ein recht hoher Anteil von Omega-3-Fettsäuren in seiner Nahrung ist. Und tun Sie sich vielleicht auch was Gutes zur Abwechslung.